So. Erkennst du mich? Erkennst du mich? Ich bin hier. Bist du da? Ja, du stehst mir genau da drinnen, wo ich jetzt nicht hinkomme, ne, oder was? Mir geht gerade mein Redestoff ein bisschen aus. Würde ich schon fast sagen. Ne? Nach dieser Bahn, wo ich dann dieses Feld fertig habe, stelle ich hier noch um auf die nächste Sorte. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Vor der Kamera und hinter dem Mikrofonchen, euer Renéchen, und ich begrüße euch recht herzlich zur fünften Folge von Staffel 3 von Landwirtschaftssimulator 17 in Südhemmern. Wir sind hier stehen geblieben beim letzten Mal nach der Haferernte und nachdem ich hier den Roggen angebaut habe. Und da setzen wir jetzt fort. Ich habe hier schon mal den Dinkel ausgewählt. Das habe ich ja beim letzten Mal schon angeschaut. Jetzt kann man mal starten hier. Ne? Wir müssen ja nur noch rüberfahren zum Wald. Wo wir hingehören. Den Hafer müssen wir noch zurück, also aufs Lager rüberbringen. So weit, so gut. Hopfen sollte auch, also müssen wir auch noch mal hier, ne, ran an den Hopfen, ne, wie so schön heißt. Aber zuerst machen wir das hier, ne. So, schalt mal Maschinchen ein, lassen wir es runter und fahren wir los. Und damit ich ja besser sehe, ne, wo wir überhaupt hinfahren, ne? Weil durch die Bäume ist es ein bisschen unrealistisch bzw. nicht sehenswert. Und ich fahre hier wieder mal was zusammen, ne? Vielleicht sollte ich doch... Vielleicht sollte ich doch in der Außenansicht fahren. Da kann ich wenigstens die Maschine beobachten. Ist ja dann, da kommen Blätter in den Weg rein. Ne? Blätter sind ja nie gut. Da sieht man ja nichts. Ja. Aber es schaut ganz gut aus, ne? Das werden wir gleich hingehen, alles hier, ne? Jo, was steht sonst noch an? Da, wo der Hafer war, müssen wir noch pflügen. Und düngen, pflügen. Und dann, ja, ne, schauen wir weiter, ne. Hopfenernte. Da bin ich auch schon natürlich gespannt, wie das hier abläuft. Und den Hopfen könnten wir dann auf dem richtigen Feld beim nächsten Mal hier gleich mal ausbringen, aussehen. Wäre wahrscheinlich nicht mal so eine schlechte, verkehrte Idee, den mal am richtigen Feld hier auszubringen. Wo es dann auch realistischer aussieht. Aber zuerst machen wir das hier mal, ne? Jo, ein bisschen bergauf fahren. Das passt schon, ne? Jo, was haben wir sonst noch hier alles zu tun, ne? Also ziemlich viel. Wir müssen noch warten, bis hier die Verkaufsstellen geöffnet sind wieder. Dass wir hier auch mal was verkaufen können. Ne? Speiseöl meine ich, ne? Speiseöl zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Ist natürlich so eine Sache, ne?
Muss man mal schauen, wie was war. Weil ich brauche Geld, damit ich ja noch die Erntemaschine kaufen gehen kann für die Sonnenblumenaussaat. Und in späterer Folge dann natürlich auch für die Maissaat und so. Ne? Brauche ich natürlich Geld. Und ohne nichts kommt nichts. Ne? Es wäre im richtigen Leben. Hast du nichts, kannst du nichts kaufen. Jo, was ist sonst noch? Oh, was tut sich sonst noch? Gar nicht allzu viel, ne? Leider. Unsere Planungen hier, ne? Ja, Planungen schön und gut, ne? Ihr müsst es natürlich ertragen, hier mein blödes Geschwätz zu hören und zu sehen, wie blöd ich da immer dumm kurve, ne? Und ich glaube, ich habe da gerade was überlassen irgendwo hier. Schaut zumindest danach aus. Schön. Und wer hat jetzt die Wette gewonnen bei euch? Ja, keine Ahnung. Könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben? Ja, und ich habe auch gelesen, gehabt, das mit der Rückblende sozusagen passt irgendwie. Ne? Entschuldigung. Ja, ich habe mir das natürlich auch angeschaut. Ja, ich weiß nicht, das ist die Tonspur ist irgendwie verzogen. Ich weiß nicht warum. Im Originalvideo, ja, die Originalvideosequenzen aus dem Originalvideo nämlich, ne, habe ich mir mal angeschaut, ne, die passen absolut. Ich könnte mir nur noch eines vorstellen, was ich machen könnte, ist, so wie ich es am Anfang gemacht hatte, mit dem Original herumspielen, ne? Also mit den Originalfetzeln, ne? Darf ich mir nur nicht das Rohmaterial vorher herauslöschen. Weil ich das Rohmaterial dann dafür benötige. Was natürlich bedeutet, ich kann ja jetzt nicht hier direkt aus der, ne, kompletten Aufnahme oder so, ne. Ah, muss ich mir was überlegen, ne. Blöderweise habe ich für diese Folge hier zum Beispiel kein Rohmaterial mehr von der letzten hier übrig gehabt. Habe ich natürlich wieder mit dem Video schneiden müssen. Aber für die nächste könnte ich mir das Ganze gut vorstellen, dass ich hier noch von dieser Folge eben halt das ganze Rohmaterial, so wie ich es dann geschnitten habe, noch aufhebe. Und direkt aus dem Projekt heraus dann rüber kopiere die Schnipseln. Weil dann müsste es eigentlich passen. Ja, das wird wahrscheinlich eher ein Problem sein von meinem Schnittprogramm oder von meinem Computer, von meinem Rechner. Das könnte möglich. Ich tippe eher auf meinen Rechner und nicht auf das Schnittprogramm. Da der Rechner ja, mehr oder weniger 2 oder 3 Wochen jetzt hintereinander die ganze Zeit nur on war. Ne? So. Im Schneideprogramm habe ich bemerkt gehabt, dass ich mir der Positionszeiger wieder mal nicht funktioniert, nicht richtig, ne? Dass der mir wieder nicht dorthin springt, wo er hinspringen soll, dass mir das Bild nicht richtig wiedergegeben wird im Schnittprogramm, ne? Somit gehe ich davon aus, Arbeitsspeicher war voll. Aber das soll kein Thema sein.
Ich habe heute meinen PC neu gestartet, beziehungsweise einmal runtergefahren, während ich hier weg war von daheim. Hab was gemacht noch und nachher dann habe ich ihn wieder eingeschalten. Und ja, jetzt sollte er hoffentlich für heute wenigstens funktionieren hier. Ne? Alles, ne? Hoffentlich mal. Ne? Sollte es nicht funktionieren, werde ich das natürlich mitbekommen, werde ich das sofort sehen. Jo. Dieses Mal werde ich hier natürlich das Feld komplett ansehen und anbauen. Nicht so wie beim letzten Mal hier, ne, wo da so ein schöner breiter Streifen stehenblieben ist. Nicht angepflanzt wurde. Das war ja der Helfer, der mir diese Mist verkackt hat. Ja, und hier geht's. Nur nichts überlassen, nur nichts stilllassen da. Ein, zwei Runden muss ich hier noch drehen, würde ich sagen. Sollte das gewesen sein, ne? Sollte es das gewesen sein hier, ne? Oh, einmal noch fahren, dann passt das schon, ne? Ja, die Löcher da drinnen lassen wir halt, ne? Ist doch eh egal. Einmal Zeit kontrollieren, ne? Meine Zeit kontrollieren, ne? Also den Hafer können wir auf jeden Fall noch wegbringen. Da können wir dann natürlich noch was überlegen, was wir dann noch einmachen werden, ne? Fürs nächste Mal hier, ne? Den Winkel haben wir dann gleich. So. Dinkel ist ausgebracht. Kann man zumachen. Und ich würde ja schon fast sagen, ich gehe mal hier noch den Hopfen hier vorbereiten. Wenn ich den jetzt wieder finde, ne? Habe ich ihn gefunden, ne? Ich habe den Hopfen gefunden, ne? Für das eine Feld unten, ne? Da werden wir dann da unten den Hopfen dann ausbringen. Fürs nächste Mal, würde ich sagen. Und genau dafür würde ich vorschlagen, bringe ich schon mal dann den Trecker dorthin, ne? Jo, einmal da drüber. Ja, typischerweise natürlich mitten auf der Straße zu fahren. Ganz typisch natürlich. So. Da kommt nämlich auch da vorne schon das Feld in Sicht. Da, wo wir den, oder wo ich dann den Hopfen hier ausbringen werde. Beim nächsten Mal. Das ist das hier. Das hier ist das Hopfenfeld. Und was gut ist, hier hat man eine Fahrspur. Seht ihr das? Man fährt einfach nur da dieser Fahrspur entlang hier.
Das können wir ja mal hier auch kurz austesten. Dann fahrt man da halt hier entlang. Ah gut. Was unrealistisch ist, ist, dass die Saatmaschine ziemlich groß ist. Und hier durch die Stangen durchführt. Ne? Das ist wieder natürlich unrealistisch. Aber, ja, ne? Also da wäre natürlich eine kleinere Seemaschine wahrscheinlich angebrachter, wo man hier dazwischen durchfährt und dann Reihe für Reihe fährt. Ne? So kann ich ungefähr jede zweite Reihe mal hier loslassen und in Ruhe lassen. Ne? Ja, kann man ruhig auch mal jetzt gleich machen. Ne? Schauen wir uns das gleich mal so richtig an hier. Ne? Jo, da fährt man halt das so durch. Und dann wechselt man halt da die Spur. Normalerweise nur eine Spur, aber ne, aufgrund der Breite von der Seemaschine kann man da gleich eine Spur auslassen. Ne. Und so wäre das nachher dann natürlich angebaut. Ne. Hier hätte man da dazwischen die Fahrspuren. So, da hätte man halt die Fahrspuren, ne, wo man da fahren muss, ne, wo man da zu fahren hat. Was einem natürlich sehr weit helfen tut. Ne. Und diese Fahrspuren werden natürlich nicht angebaut und nicht angepflanzt. Die sind als Wege markiert. Ne. Oder als sonst irgendwas. Ne. Also auf jeden Fall nicht zum Bebauen. Dann hätte da die nächste. So. Ja, und da wächst dann halt der Hopfen halt dementsprechend links und rechts. Ja, an den Stieben hinauf sozusagen. Und das schaut dann halt entsprechend besser aus. Wird wahrscheinlich dann aber auch ein bisschen weniger Ertrag geben, schätze ich mal. Da man ja nicht das komplette Feld abernten gehen kann. Aber ja, nun, was soll's. So, schön da durchfahren. So wie es ausschaut, sind die Stäbe gar nicht immer so schlecht angebracht. Also die schauen ganz gut aus hier. Ne? Und auch das anzupflanzende Feld schaut ganz recht nett aus. Fragt mich nicht, wie ich das hier dann mal pflügen soll. Ne? Gibt es bestimmt dann nur Probleme mit dem Plug. Ne? Oder Kobern oder so. Ne? Naja, Kobern. Ja gut. Ne? Wie gesagt, eigentlich müsste ich hier, glaube ich, eine 3 Meter Saatmaschine hier hinten hängen haben. Oder ein 3 Meter Gerät, Arbeitsgerät hinten. Das würde, glaube ich, noch ansprechender anschauen. Jo. So. Ist aber auch ziemlich schön groß hier, dieses Feld. Muss man schon lassen. Muss man schon lassen, das Feld ist nicht gerade klein geworden.
Na gut, der Mittelweg ist aber ein bisschen komisch versetzt. Ist nicht direkt in der Mitte, der Fahrweg, wie man sieht. Na gut, aber man hätte ja dann noch einen weiteren Fahrweg zur Verfügung, wo man dann vorbeifahren könnte. Ne? Das darf man natürlich auch wiederum nicht vergessen. Ja, aber ich glaube mal, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das hier meine. Und andererseits denke ich mal, ich muss ja auch nicht unbedingt jetzt das gesamte Feld mit Hopfen anbauen. Ne? Weil vom anderen Feld werden wir wahrscheinlich Hopfen genug bekommen. Aber damit ich es ja auch mal gezeigt habe, wie das jetzt hier ausschaut, ne? So. Ich würde sagen, das sollte erstmal reichen für die nächste Lieferung oder so. Oder ich mache es dann zwischendurch einmal, ja, mal schauen. Ne? Muss ja nicht gleich sein. Ne? Vielleicht lasse ich mal hier die Saatmaschine mal noch stehen. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Denn wir wechseln jetzt noch schnell hier zum Haber. So, also ne, den habe ich ja schon abgefahren, ne? Aber den Drescher muss ich noch, ne? Der Drescher gehört noch dorthin, wo er hingehört, nämlich zum Hopfenfeld. Zum bereits fertigen Hopfenfeld, ne? Damit wir dort selbstverständlicherweise gleich in der nächsten Folge hier noch mit der Hopfenernte beginnen können, meine Damen und Herren. Und die Hopfenernte wird da drüben auf Feld Nummer 9 starten. Und darauf freue ich mich dann schon. Ne? Soll ich eine kleine Sneak Preview machen und einmal kurz da reinfahren? Einmal ganz kurz. Eine Sneak Preview? Ja. Machen wir mal. Machen wir mal. Sneak Preview. Sneak Preview. Ihr glaubt mir aber auch alles, oder? Na, selbstverständlich werde ich diese Sneak Preview jetzt hier nicht machen. Absolut nicht. Nein, wenn ihr wissen wollt, wie ich hier das Hopfenfeld hier gleich mal abernten würde, ne? Sonntag, 20 Uhr, hier auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Abend noch und tschüss, servus, bye bye.